Wer ist die Macht am Rhein? Eine Frage, über die sich Fußballfans aus Leverkusen und Köln seit Jahrzehnten streiten. Einer, der es wissen muss, ist Klaus Bruckmann. Als Mittelfeldspieler ist er mit Leverkusen 1979 frisch in die erste Bundesliga aufgestiegen und schoss das 1:0 für Bayern 04 im allerersten Rhein-Derby. Und er erinnert sich gerne daran zurück. Jetzt im Bayern 04-Interview. Wir starten direkt mal mit einem Zitat von Dieter Herzog. Er hat gesagt, Klaus war nie der ganz auffällige Spieler, aber extrem effektiv und wichtig in dem, was er tat. Wenn Sie das hören, würden Sie das so bestätigen? Ja, ich denke mal, rückblickend kann ich das also so unterschreiben, weil allein von der Position her, heute würde man sagen Sechser, damals war das halt defensives Mittelfeld, so ein bisschen Mädchen für alles. Von daher, denke ich mal, hat er das schon gut getroffen. Wenn Sie die Mannschaft, die werden Sie ja aktuell verfolgen noch, die Bayern 04 Mannschaft, wenn Sie da die Spieler auf dem Platz sehen, wen würden Sie da vielleicht mit sich vergleichen wollen? Ja, wie gesagt, die Sechserposition, Chor, Arangis, mit diesen Leuten würde ich mich nicht vergleichen, kann ich mich nicht vergleichen. Von der Position her wäre das halt die entsprechende gewesen. Wir stecken ja aktuell mitten in der Derby-Woche. Sie haben gesagt, Sie leben ja in Leverkusen. Sie haben damals fürs Werk gearbeitet. Was sagen Sie, was macht das Spiel, dieses Spiel mit der Stadt oder mit dem Verein und mit Ihnen vielleicht auch? Ja, das ist für mich schon präsent. Allein dadurch, dass ich hier direkt in Leverkusen wohne, dass wir in einem, ich sag's jetzt einfach, beim Kleingartenverein sind und da ist das Verhältnis vielleicht 70-30 pro Bayer, aber man wird halt überall im alltäglichen Leben mit diesem Spiel, auf dieses Spiel angesprochen. Ist halt Thema. Am Wochenende geht's also nach Köln und der eine oder andere mag sich vielleicht fragen, warum wir zwei jetzt hier heute in der Bayer Arena sitzen, genau auf diesem Fleck vielleicht auch. Wir wissen es. Mögen Sie mal beschreiben, was damals im September 1979 passiert ist? Ja, das war nach meiner Erinnerung unser drittes Heimspiel nach dem Aufstieg. Also unser drittes Heimspiel in der ersten Liga. Und zu Gast war der 1. FC Köln mit Nationalspielern Schumacher, Floh, Littbarski, Strack. Und wir als Aufsteiger der Underdog. Allerdings hatten wir aus dieser überragenden Aufstiegssaison und den zwei vorhergehenden Heimsiegen eine gesunde Portion Selbstvertrauen und hatten uns was vorgenommen. Und so haben wir letztendlich dieses Spiel 1:1 über die Bühne gebracht. Und Sie haben das erste Tor im ersten Bundesliga-Derby gegen den FC geschossen. Ja, ich habe nicht viele geschossen, aber das habe ich tatsächlich geschossen. War Ihnen damals die Bedeutung solch eines Tores, wie es vielleicht heute ist, bewusst? Ja, damals ging es halt darum, möglichst ein Spiel zu gewinnen und da ist natürlich dieser Punkt war damals für uns unheimlich wert, das Tor. Ich weiß nicht, ob es heute für Spieler einen anderen Stellenwert hat. Ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, vor zigtausend Zuschauern ein Tor zu erzielen. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich heute wie früher, war das genauso. Jetzt gibt es natürlich schon etliche Rhein-Derbys. Das nächste Duell ist jetzt der 62. Vergleich in der Bundesliga. Sie haben diese Entwicklung ja damals miterlebt. Wie haben Sie in der Anfangszeit die Spiele gegen den FC wahrgenommen? Ja, in der Anfangszeit war natürlich die Medienlandschaft nicht so, wie sie heute ist. Es war alles insgesamt ruhiger. Es war auch noch nicht die Vielzahl von Fans, zumindest hier in Leverkusen nicht. Aber ich glaube, durch die Medien, ob durch Presse, vor allen Dingen aber durch die Fernsehmedien, ist das heute eine ganz andere Sache. Ist einfach 4-5 Nummern größer, als es früher war. Trotzdem vielleicht, was macht so ein Derby aus, Ihrer Meinung nach? Ja, das Derby, denke ich, macht einfach aus, dass es hier zum einen eine entsprechende Nähe gibt. Man kann also unmittelbar zwei Bundesliga-Vereine verfolgen. Ich glaube, das Leistungszentrum Kurte Kotten liegt schon fast auf der Grenze zu Köln. Und diese unmittelbare Nähe, die macht es im Moment. Und dass halt beide auch in der ersten Liga spielen, sonst wäre es ja kein Derby. Es geht immer um die Macht am Rhein, wie es ja auch in dem Lied so schön klingt. Ja, würde man sagen, man freut sich, wenn der FC in die zweite Liga rutscht.
Kann man das sagen oder ist es so, dass man dann das Derby vermissen würde? Also unabhängig von der jetzigen Situation habe ich immer gesagt, das kann nur gut tun. Es ist doch wunderbar, wenn man einen Bundesliga-Verein direkt vor der Haustüre hat. Das kann eigentlich nur die Konkurrenz beleben und ich denke mal auch für den Verein ist es nicht schlecht oder vor allen Dingen für die Spieler. Man braucht nicht weit zu reisen, man hat es vor der Tür. Wahrscheinlich kennen sich die Spieler, wie wir früher uns untereinander auch kannten, näher. Vielleicht trifft man sich sogar mal auf privater Basis bei irgendeiner Gelegenheit. Ich finde das absolut okay. Ja, die ersten Jahre sind bei den Fans heute noch bei vielen Fans heute noch in Erinnerung. Kann man sagen, oder ich habe eben schon vom Aufstiegsheld gesprochen, dass Sie den Verein mit zu dem gemacht haben, was er heute ist? Ja, wir haben zumindest den Aufstieg geschafft. Und nach dem Aufstieg war es ja natürlich das Wichtigste, und dass man die Klasse hält. Und da waren wir natürlich auch einer der Favoriten auf den Abstieg. So, wir haben aber die ersten Jahre, bis auf dann das Jahr mit der Relegation, gegen Offenbach relativ gut überstanden. Und danach änderte sich die Einstellung des Vereins ja. Dann wurde ja auch richtig investiert in die medizinische Betreuung. Dann wurde das Stadion wurde ausgebaut. Es wurden teure Spieler auch von auswärts geholt. Das war vorher nicht der Fall. Und deshalb denke ich, mit dem Aufstieg haben wir natürlich und dem Klassenerhalt danach diese erste Basis gelegt. Eine sehr wichtige Basis, von der der Verein und Fans auch heute noch profitieren. Mehr Interviews und Stories über die Geschichte der Werkself findest du auch auf bayern04.de.